Hallo und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir müssen noch einen Bewohner nach einer Feder fragen. Oh. Na, dann gucken wir noch mal, ob einer unserer gefiederten Freunde eine abgeben möchte. Donald vielleicht? Einen schönen Tag noch. Nein, das wollte ich nicht. Auf Wiedersehen und ich kann mit beiden reden, okay. Donald, kann ich eine deiner Federn haben? Was? Du willst eine meiner Federn? Ja, das wäre großartig, danke. Na, das war kein Angebot. Ich stecke mitten in einem Notfall. Ich habe ihn Goofy geangelt und er hatte etwas Großes an der Angel. Ich sprang auf, um ihm zu helfen und schieß dabei meine Glücksangel in den Teich. Benutze Goofys Angelrute, um deine herauszufischen. Hey, das könnte funktionieren. Super, also gibst du mir eine Fee. Tschüss, Nanfir. Ich muss los und meine Glücksangel retten. Danke für die Idee. Na, ich schätze, ich muss für jemand anderen um die Feder bitten. Ja, du vielleicht? Ah. Hallo, Herr Duck, hast du eine Feder für mich? Sie ist für Belle und das Biest. Ja, ich hörte, du bist durch das Tor des Reiches gegangen, um Belle und seine Hoheit zu treffen. Die beiden wurden hier wirklich vermisst. Du hilfst also? Komm, nimm mir den Preis. Für sie und auch für dich, Lenfir, geht das hier aufs Haus. Ich fand eine richtig schöne unter dem Stuhl in meinem Büro. Ich musste gestern Abend bei der Buchführung verloren haben. Wow, das war einfach. Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Wow. Dankeschön. Okay. Jetzt müssen wir noch das Set herstellen. Da gehen wir mal kurz in unsere Werkstatt. Ich kann gleich mal was nachgucken. Moment. Drei. Ja, okay. Müssen wir mal Pflanzen nebenbei. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich keinen Lauch mehr habe. So geht das natürlich nicht. So, halt da ein Bücherset für unsere Belle. Ich hoffe so, dass bald auch mal Alice dazukommt. Belle, Ariel und Alice, das waren ja so meine Lieblinge immer. Ich hoffe, das wird bald soweit sein. Ich weiß gar nicht, wen ich mit Alice gerne hätte. Also... da sind so viele coole. Natürlich, die Herzkönigin wäre schon auch geil. Andererseits hätte ich aber, glaube ich, am liebsten die Grinsekatze hier. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ich hoffe, das kommt noch. Ich hoffe es sehr. Okay, den Lauch wollte ich jetzt erstmal schnell einpflanzen. Tut mir leid, das müssen wir mal ganz kurz machen. Der kommt natürlich hier hin, wohin gehört. Guck mal, hier ist der Platz. Sehr gut. Eins, zwei... okay. Wenn die da Lauchgerichte wollen im Restaurant für die Sternfahrt-Quest, dann brauche ich den halt leider. So. Und tatsächlich war das gerade der Fall. Ich konnte die Gerichte nicht machen, weil Lauch und Kartoffel fehlte. Kartoffeln habe ich schon gepflückt, die waren da zum Glück, aber Lauch nicht. Deswegen pflanze ich den mal eben an, falls nochmal so eine Anfrage kommt. So, aber jetzt erstmal... ach Gott, ist das anstrengend mit den beiden. Die ins Dorf zu holen, ist ja eine Lebensaufgabe. Na gut. Aber ich finde es schön, dass die Quests jetzt deutlich ausgebauter sind. Ist schon viel cooler als am Anfang. Diese 2-Minuten-Quest bei Wolli und so war eigentlich wirklich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Zeit genommen für. Komme ich hier auch lang? Ich glaube, oder? Vielleicht auch nicht. Ja, gar nicht. Wow. Das war richtig doof. Naja. Aber muss ich jetzt die Seiten nicht sammeln? Ich hatte jetzt gedacht, ich müsste die Seiten sammeln, ehrlich gesagt. Na gut. Aber vielleicht kommt es auch gleich noch. So, Biest. Bitteschön. Mein Freund. Ich bin mir sicher, Belle wird ihn mögen, Lenfir. Danke. Aber ich habe nachgedacht und ein Geschenk ist keine Entschuldigung. Während unserer Meinungsverschiedenheit habe ich geschrien und Dinge kaputt gemacht. Wie könnte sie einem solchen Monster jemals verzeihen? Ja, okay. Wir sollten ihr vielleicht mal deine... es ist Zeit, an dein Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn wir uns um uns selbst kümmern, fühlen wir uns besser. Wir können das Gefühl haben, dass wir Vergebung verdient haben. Und das wird deine Entschuldigung besser machen. Ich verstehe nicht, warum das wichtig sein soll. Ich bin... naja, sieh mich an. Vertrau mir, wir sind schon so weit gekommen, oder? Hm. Machen wir dich für deine Entschuldigung zurecht. Das wird helfen. Wo sind deine Pflegeprodukte? Was für Dinger? Ich weiß nicht. Darum habe ich mich schon lange nicht mehr gekümmert.
Keine Sorge, ich schaue mich um und finde deine Pflegeprodukte im Handumdrehen. Ich muss nur prinzliches Shampoo, prinzliches Parfüm und eine Bürste finden. Auf Wiedersehen. Klar. Wer hat sowas nicht zu Hause? Hier ist das prinzliche Parfüm. Kein normales Parfüm, nein. Es muss das prinzliche sein. Da haben wir gleich Shampoo und jetzt fehlt noch eine Bürste. Die prinzliche Bürste. Da haben wir sie. Das war sehr einfach. Überrascht. Okay, bitteschön. Alle Pflegeprodukte. Die prinzlichen Pflegeprodukte. Alle mit Rosensymbol, natürlich. Mein Freund. Na also, ein strahlender und parfümierter Prinz kommt sofort. Oh Gott, bitte nicht. Du siehst großartig aus, Beast. Wie fühlst du dich? Besser. Und wenn ich das Falsche zu ihr sage, dann war all das umsonst. Das wirst du nicht. Wir werden deine Entschuldigung einfach üben. Wie? Ich werde Belle sein und du bist du. Ganz ehrlich, du verletzt meine Gefühle. Aber... Du warst diejenige, die die Regeln gebrochen hat. Du hast dir das Bild angesehen und... Tief durchatmen. Versuch nicht, in die Defensive zu gehen, okay? Du hast recht. Können wir wieder von vorn anfangen? Okay. Ich bin's, Belle. Worüber wolltest du reden? Belle, ich... Ich war sehr wütend, als ich gesehen habe, wie du das Gemälde angestarrt hast, aber... Tief durchatmen. Ich hätte dich nicht erschrecken oder die Beherrschung verlieren dürfen. Es tut mir leid. Ja, das war toll. Wirklich? Denkst du, sie wird meine Entschuldigung annehmen? Du bist bereit. Lass uns Belle suchen. Gehab dich wohl. Was? Ich bin doch noch da. Ich will doch gar nicht gehen. Ich will doch zugucken, wie ihr euch gegenseitig anschreit. So viel Vergnügen muss sein. Ich habe ja sonst nichts Besseres hier zu tun im Land. Ach, wie schön. Das ist ja ein schönes Setting. So, los. Belle, es tut mir leid, dass ich mein Temperament verloren habe. Ich hätte fragen sollen, warum du dort warst, damit wir darüber reden können. Es steht ein bisschen blöd. Danke, dass du das gesagt hast. Ich wollte dich nicht verärgern. Ich habe nur versucht, mehr über dich zu erfahren. Du kannst mich alles fragen. Aber hier, das ist für dich. Für deine Texte. Ein Tagebuch? Oh, das ist wundervoll. Danke. Ich werde es nutzen, um über all unsere Abenteuer zu schreiben. Meinst du, es ist an der Zeit für unser nächstes Abenteuer? Das würde mir gefallen. Ja, los! Lenfi, das Biest hat sich gerade sehr nett bei mir entschuldigt und mir ein wunderbares Tagebuch geschenkt. Du hast schon so viel für uns getan, aber ich muss dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ja, sprich weiter. Das klingt nach einem wunderbaren Abenteuer, das ich mit dem Biest gemeinsam erleben kann. Gibt es dort eine Möglichkeit für uns zu übernachten? Ja klar, ich werde dafür sorgen. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Bitte komm bald wieder. Ich kann es kaum erwarten, einen so faszinierenden Ort zu besuchen. Dein Fell sieht heute so glänzend aus. Ja, das sind die prinzlichen Pflegeprodukte. Was könnte es sonst sein? Okay. Die beiden tote Däubchen, da lassen wir mal alleine. Wir werden das Schloss des Biestes im Dreamhack Valley... Das Schloss. Sag mal, ich bin da die Königin und nicht das Biest. Also das finde ich jetzt nicht so cool. Das ist da schon meine Welt, die ich da beherrsche. Na gut, wir gucken unser Schloss mal an. Wenn es zu krass ist, dann reißen wir das ab. Also ganz ehrlich, die kriegen von mir so eine kleine Hütte im Wald. Das ist okay. Ganz kleine Hütte. Das Biest sich auch zurückverwandeln kann? Also Ariel scheint ja eigentlich zwei Versionen hier zu haben. Mit und ohne Flosse. Also quasi einmal mit Flosse, einmal mit Füßchen. Vielleicht kriegen wir den Prinzen ja auch noch irgendwie umverwandelt. Obwohl ich das Biest natürlich hübscher finde als den Prinzen. Aber naja, Geschmackssache. Ich meine, das Biest kann man wenigstens streicheln. Das hat bestimmt sehr samtiges, schönes Fell. Und der Prinz hat, naja, sehr, sehr interessante Frisur und Augen. So, wo, oh Gott, wo stellen wir das denn wieder hin? Wir haben ja gar keinen Platz für sowas. Beim Schloss, wie riesig ist das jetzt? Ach du Kacke. Ich habe keinen Platz für ein Schloss.
selber sein Schloss irgendwo hinsetzen. Kann ich das wieder am Wasser platzieren? Nee, scheiße. Wo soll ich den denn hinsetzen? Eigentlich wäre ich hier ganz gut, oder? So im Wald? Ich meine, hier haben wir auch Platz, wenn wir ein paar Bäume wegnehmen. Ganz ehrlich, das Biest kommt hier hin. Das ist auch schön. Und hier steht noch nicht so viel rum. Ich würde das, glaube ich, einfach hier so. Ja. Ja. Okay. Dann erstmal Bäumchen umplatzieren oder einfach wegkämmt. Ganz ehrlich, wir brauchen so viele Bäume. Tschüss. Du kannst da hin. Also, verdammt. Ich krieg die Baumstümpfe nicht weg, ne? Das ist ein Problem. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich muss da selber erstmal hin und gucken. Aber ich glaube, Baumstümpfe konnten wir noch nicht. Doch, warte mal, die können wir ausbuddeln, oder? Diese Nachtdornen sind am schlimmsten. Ich finde da das Gebiet schon sehr passend eigentlich. Ich will ja auch nicht noch mehr Häuser hier hinstellen. Also ganz ehrlich, hier ist ja schon völlig überfüllt. Man soll ja auch nicht sehen, dass es wie ein Schloss hat. Ich meine, das untergräbt ja auch so ein bisschen meine Autorität, finde ich. Gut. Sehr gut. Mal einsammeln hier. Dass halt mal nichts rumliegen darf, ne? Sollen sie doch die Sachen einfach löschen, wenn man was hinbaut. Da. Mal gucken, ob es schon reicht für den Platz. So. Hat sich das Schloss, ganz ehrlich. Ich habe so ein schönes Haus. Ich habe so eine kleine Hütte da. Okay. Hier rum, ne? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Der Baum ist jetzt weg. So, was kostet der Spaß? Habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Hallo! Ah, Ben, das Biest wollen zurück ins Tal. Welch ein Glück. Bauen wir ihnen doch ein schönes Haus für eine ordentliche Rendite. Was? Ich hab keine 20.000. Habe ich hier was zum... Nee, ich habe auch keinen Raps gedingenst. Ach du Kacke. 20.000. Oh, muss ich erstmal anbauen. Ja, da muss ich ja erstmal ganz viele Dingens anbauen. Oh Gott. Warte mal, habe ich so Ocker noch für schlechte Tage? Manchmal bin ich ja klug und spare ein bisschen Gemüse, also mache das in die Kisten, um es noch später zu verkaufen, falls ich mal Geld brauche. Vielleicht soll ich mal gucken. Ja, guck mal. Vielleicht war ich klug, vielleicht auch nicht. Hm? Ich könnte sehr viel Soja verkaufen, aber ich glaube, die bringen gar nicht so viel. Spinat, toll. Naja. Nix, wow. Na gut. Haben wohl kein Okra angespart, das ist sehr schade. Ich packe mal kurz hier ein paar Sachen rein, die ich nicht mit rumschleppen möchte. Oh, wie ärgerlich. Warte mal, ist hier auch sowas drin? Nee. Können wir mal so eine Sache reinpacken, weil man die nicht. Obwohl doch, die haben auch keinen Platz mehr in der anderen Kiste. Das da. Geht doch irgendwas? Nee. Okay. Okay. Hm. Was wir massig haben, ist oft Fisch, aber. Kann ich den nicht teilen? Hä? Kann ich wahrscheinlich nicht von der Kiste. Okay, komm, wir machen mal was und gucken, wie viel es bringt. Ah, nur wo wir wirklich massig Fische haben. Das Problem ist auch, in den Kisten ist alles doppelt und dreifach tatsächlich mittlerweile. Hier seht ihr auch schon zwei Stapel. So viel Fisch braucht halt echt kein Mensch, ne? So viel können wir gar nicht verkochen. So, machen wir mal hier. Oh, das wollte ich nicht. Die hier nehme ich einfach mal auseinander. Den möchte ich nicht weggeben. Haben wir den hier nochmal? Ich weiß es nicht. Nein, ich will die doch nicht essen. Ach man, Mide. Ich weiß auch nicht, ob die viel bringen. Dann damit. Oh, ich habe gesehen, ich habe ja zwei Stapel davon gehabt. Verdammt. Ach ja, wir haben sehr viel davon. Okay. Das war doof. Die haben wir auch nochmal. Aber die hier glaube ich nicht. So. Ich glaube, nochmal haben wir den nicht. Okay. Wir gucken mal, was Fischchen so bringt. Ich meine, ich könnte auch alles verkochen, aber es dauert halt so ewig. Die Gerichte bringen natürlich am Ende mehr, aber... Uff.
Also, na, nicht unbedingt. Vielleicht bringen sie noch nicht mal mehr am Ende. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Habe ich nie richtig geguckt. Dazu müsste ich erstmal wissen, was die Fische halt bringen. Okay, dann zeig mal. Hey, du! 400. Ja, das ist nicht so schlecht. Okay, das ist gar nicht so schlecht hier alles. 14.000. Wir haben nicht so viel gebracht. Das hier seid als kleinen Vieh. Oh, wir haben es. So. Tatsächlich. Ich habe jetzt den einen Stack Fische nicht mehr verkauft, weil es ja schon reicht. So, zurück. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir mit Fischen tatsächlich das hinkriegen. Ist mir jetzt auch egal, ob Gerichte mehr bringen oder nicht. Also ganz ehrlich. Was ist denn hier? Geheime Waschbärenversammlung? Team? Ich glaube, die Waschbären wollen hier die Herrschaft übernehmen. Die stehen hier schon an für das Schloss. Die wollen gucken schon, ob sie sich bewerben können. Schönen Tag noch. Belle und das Biest wollen zurück ins Tal. Welch ein Glück. Ja, kennen wir schon. Hier, bitte. Alles mit Fischen verdient. Haha, ich bringe diesen Ort zum Glänzen wie einen neuen Kreuzer. Das hoffe ich. Und wir heißen neue Leute bekommen. Ja. Kann ich da auch einziehen? Ich fände das auch sehr schön eigentlich. Heiße Belle willkommen. Jo, gerne. Ach, schön. Die Belle. Und das Biest müsste ja auch kommen, oder? Das ist richtig schön typisch, Belle. Das finde ich irgendwie süß. Ich würde das gerne tatsächlich diesmal speichern. Okay. Dankeschön. So, und das Biest? Was ist mit dem Biest? Oh, langsam fällt mir alles wieder ein. Merlins Bibliothek, das wunderbare Essen im Cheremie, unsere Freunde und Abenteuer. Ich bin so froh, dass deine Erinnerung zurückgekommen, Belle. Lenfir, würdest du bitte dem Biest diese Nachricht überbringen? Er blieb zurück, weil er nicht wusste, was er von dem Dorf halten sollte. Das wird ihm die Gewissheit geben, dass er mich hier ohne Probleme besuchen kann. Ja, cool. Aber das Biest brauche ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. So. Hi, ich hab da was für dich. Was will sie denn? Risotto mit Fisch, weiße Passionslilie und gegrillter Fisch. So, wart mal hier. Nicht weggehen. Ja, ich meine, alles haben wir gemacht, damit ich die Quest für den Sternenpfad machen kann am Ende. Genau das holen wir jetzt. So, weiße Passionslilie war das. Hab ich die? Da. Brauche noch eine. So, dann habe ich jetzt wieder vergessen. Entschuldigung. Wenn man viel Quatsch nebenbei. Bell. Gegrillter Fisch und Risotto mit Fisch. Das eine müsste ich sogar... Warte mal, das habe ich. Das habe ich doch vorhin erst hier in der Kiste gesehen. Haha, gegrillter Fisch. Habe ich auch Risotto? Nee. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man Risotto macht. Na gut. Dann gibt es erstmal die beiden Sachen. Das andere kann ich ja noch nach der Folge schauen. Sonst müsste ich jetzt halt online erstmal gucken nach dem Rezept. Das dauert mir jetzt ein bisschen lang. Wo ist denn Belle? Oh Gott, was macht die denn da hinten? Belle? Ah, da. Wir gehen auch gleich noch ins Schloss, bevor die Folge endet. Ich bin so froh, dass wir uns du bist genau die, mit der ich gehofft hatte zu sprechen. Ja, cool. Hier. Ich hab Fisch. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Und gleich ein Level gestiegen. Am Anfang geht das so schön schnell. Eigentlich geht's immer schnell. Ein Teeservie, das nicht... Warum gibt's da nicht das richtige Teeservie? Okay. Komisch. Na gut. Schon eine Rolle. Belle. Was machen wir denn mit ihrer Gartenarbeit, würde ich fast sagen. Ja, alles andere finde ich ein bisschen dämlich. Was für ein wunderbarer Tag, so, und ich habe natürlich noch was für dich. Und zwar... Wo ist er denn? Da. Ah, das ist schön, danke. Oh, das tut mir leid. Ich habe über ein neues Buch nachgedacht, das ich gelesen habe. Wenn wir mehr schenken, dann würde sie uns auch lieb haben. Habe ich noch irgendwas? Hier ein Ei. Level 3 können wir ja mal versuchen. Na, das... Nee. Oh, das tut mir leid. Ja, okay. Bringt das keine Punkte mehr? Wenn das nicht das Lieblingsding ist? Irgendwie ist ja gar nichts passiert gerade, oder? Okay, gehen jetzt erstmal rein. Gucken uns das noch an.
Ja gut, das haben wir auch zu Hause stehen hier, glaube ich, das Service mit dem. Vielleicht gab es es deswegen bei ihr jetzt so nicht. Schön hier. Also das war ein schickes Haus. Also viel kleiner als gedacht, wenn man es draußen sieht, aber das Fenster ist voll cool. Das hätte ich auch gern. Sehr schöne Sachen hier, ganz ehrlich. Und das Bücherregal, schon hübsch. Wäre ich dabei auf jeden Fall. Was ich vielleicht gerne noch diese Folge machen würde, weil ich das jedes Mal vergesse. Komm, wir machen das jetzt noch am Ende. Ich vergesse es jedes Mal in der Folge zu machen und dann fällt es mir immer wieder ein, wenn ich hierher stapfe und denke, ach na, stimmt, die existiert ja auch noch. Wo ist sie denn? Unsere gute Fee nämlich wird völlig vernachlässigt von uns. Die haben wir einmal besucht und dann nie wieder. Die denkt schon, wir kommen nicht mehr. Die denkt, wir haben die im Stich gelassen. Jo, hi. Es wäre so schön, wenn Maleficent auch kommen würde. Aber die richtige Maleficent, nicht die Dingens Maleficent. Die weichgespülte. Huch, okay. Eigentlich wollte ich hier. Nein. Hallo? Bitteschön, gereinigte Nachtscherben. Na, endlich. Oh. Die schleppe ich jetzt so lange schon mit mir rum. Oh, sieh mal einer an. Du hast alles gefunden, worum ich gebeten habe. Mal sehen. Ja, das sollte genügen. Nun kommt, sei flink wie der Wind. Zur Traumwelt geht's geschwind. Moment, ist die Traumwelt gefährlich? Mhm. Nun, die einzigen Gefahren in der Traumwelt sind in deinen Gedanken. Oh nein. Und was auch immer das Vergessen dort zurückließ, um sich zu bedanken. Oh. Nun denn, wir treffen uns auf dem Berg in der Mitte vom vergessenen Land. Bis bald. Ich danke dir, Liebes. Cool, jetzt können wir sogar in die Traumwelt gehen. Na, bin gespannt. Tschüssi. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ah, ist schon ein bisschen spät? Nee, das machen wir jetzt nicht. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt... dann sind wir nachher sonst wo. Wenn wir jetzt wirklich in die andere Welt gehen, das dauert ja dann. Wir machen das nächste Folge. Also dann... Warte mal. Oh! Das ist das erste Mal, dass ich mit einem der Raben reden kann. Oh Gott, und der will bestimmt gar nichts von den Dingern hier. Mit so einem Fisch? Ich weiß gar nicht, was der ist. Bestimmt eine von den Blumen hier, ne? Warte. Oh Gott, wenn er mich schon mal anguckt... Gucken einen sonst nie an. Hier. Wo ist er? Nein. Das war das erste Mal, dass so ein Viech mit mir reden wollte. Komm hier. Oh, gut. So, Moment. Da. Auch nicht. Was will der denn? Was willst du? Ich weiß es nicht. Was essen denn Raben hier in dieser Welt? Also, die anderen Vögel haben ja halt die Blumen gefressen. Stachelbeeren? Das gibt's doch nicht. Was willst du denn? Na gut, Raben eigentlich eher in Fleischrichtung, ne? Aber hier ist ja nichts. Muss ich vielleicht einen von den Fischen hier nehmen? Okay, das probiere ich jetzt ein andermal. Na gut, keinen weißen Raben. Okay, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis nächstes Mal. Bye.